Marius Ebert hier. Unser Spiel heißt Frage und Antwort. Hier kommt die Frage: Welche rechtlichen Wirkungen, welche rechtlichen Wirkungen haben Eintragungen ins Handelsregister? Fragezeichen. Und die Antwort ist: Es gibt zwei Arten von rechtlichen Wirkungen. Zwei Arten von rechtlichen Wirkungen. Also eine Eintragung ins Handelsregister hat entweder die eine Wirkung oder die andere. Wie heißen diese beiden Wirkungen? Sie heißen deklaratorisch oder konstitutiv. Deklaratorisch oder konstitutiv. Deklaratorisch heißt bekanntmachend oder man kann auch sagen rechts. Rechts bedeutet ein bestimmter Rechtszustand. Bekundend. Es wird etwas kundgetan, wie man etwas altmodisch sagt. Und konstitutiv heißt rechts. Begründend, ein bestimmter Rechtszustand wird durch die Eintragung erst zu diesem Rechtszustand. Das sind die beiden Wirkungen. Entweder etwas wird nur, man kann hier noch so ein kleines nur davor setzen, nur bekannt gegeben, was sowieso schon da ist, oder etwas wird durch die Eintragung erst zu einem bestimmten Rechtszustand. In anderen Videos finden Sie übrigens dann Beispiele auch noch zu diesen beiden, denn das waren auch noch weitere Fragen. Geben Sie ein Beispiel für deklaratorische Wirkung. Das wäre, machen wir es hier nochmal ganz kurz, das wäre die Prokura. Ja? Prokurist wird man durch ausdrückliche Erklärung, nicht durch Eintragung. Die Eintragung macht die Tatsache, die vorher schon da ist, nämlich dass jemand Prokurist geworden ist, nur bekannt. Und konstitutiv ist die Gründung zum Beispiel von einer AG. Die AG wird durch Eintragung erst AG oder auch einer GmbH. Ja, das ist nicht vollständig hier. Ne? Das gilt auch noch für andere juristische Personen. Aber hier haben wir wirklich die rechtsbegründende Wirkung. Solange die AG nicht eingetragen ist, ist sie keine AG. Solange die GmbH nicht eingetragen ist, ist sie keine GmbH. Und das hat auch haftungstechnisch Auswirkungen. Ja? Okay, wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter dem Video. Der führt Sie zu meinem Lernsystem. Und das sollten Sie kennen. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.